spielfreie nächste Runde. Alles außer Handball, also im Rahmen unserer Möglichkeiten. Es ist natürlich verrückt, über Handballer oder mit Handballern zu sprechen, ohne dass Handball drin vorkommt. Das ist fast unmöglich, aber wir geben unser Bestes. Und heute schon definitiv, wie jedes Mal, eine meiner Lieblingsfolgen, weil heute haben wir Yannick Green am Start. Den vielleicht schönsten Handballtorhüter, mit allem Respekt an alle anderen, die jemals in Magdeburg im Tor sind, den wir je hatten. Wahnsinnig freundlicher Typ. Und er hat mich zum Golf eingeladen. Also wir gehen jetzt Golf spielen. Ich habe noch nie gespielt. Hallo Yannick. Guten Tag. Wie oft gehst du Golf spielen? Leider so selten. Also ich möchte gerne öfters, aber ja, derzeit lässt das nicht so. Ist das, weil das ist ja so Profisportler, die so mit Bällen zu tun haben, Mannschaftssportler, Fußballer und sowas. Irgendwann sieht man die immer auf einem Golfplatz und so. Ist schon fast ein Klischee. hast du es deshalb gemacht oder wie bist du mit Golf in Verbindung gekommen? Oh, wo ich in Dänemark gespielt habe, hat fast alle Spieler hatten Golf gespielt. Okay. Alle Handballern da. Und dann hat mir jemand gesagt, komm mal mit, versuch mal. Bin ich einmal da hingegangen und das macht unglaublich Spaß. Wie ist das mit deiner Frau? Frauen und Männer diskutieren ja sehr oft über so Neuanschaffungen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich brauche einen neuen Golfschläger oder irgendeine besonders neue glänzende Tasche. Gibt es bei euch da so Diskussionen? Ja, ganz kurz. Und dann kaufe ich das, ohne dass sie das weiß. Das ist einfacher. Und wie macht's? Okay. Und kriegt es irgendwann raus? Ja, wenn es da ist, dann weiß sie, dann habe ich und das gekauft. Wie kriegst du das hin, dass sie dann nicht böse ist längere Zeit? Hast du so einen speziellen? Ich lade sie ein. Dann kommst du mit, ja, spielt ein bisschen Golf. Wie emotional bist du eigentlich so als normaler Mensch? Nehme ich eigentlich immer so als ruhigen, hintergründigen, humorvollen Typen wahr? Also außerhalb des Spielfelds bin ich ganz, ganz ruhig. Manchmal, meine Frau versucht mich manchmal ein bisschen, ja, so. Wie sagt man? Anzuschieben. Sie will, dass ich ein bisschen mehr aggressiv sind außerhalb des Spielfelds, aber so bin ich halt nicht. Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf und bin ein ganz ruhiger Typ. Lass uns mal reingehen und dann, also ja. Das mit dem kleinen Dorf, das interessiert mich auf jeden Fall. Was machst du jetzt? Was machst du denn jetzt? Ich brauche Zies. Wir machen das. Die gehen kaputt. Fachspezifische. Wenn ich nicht so gut funktioniert Golf. Ich meine, es ist anzunehmen, dass der Großteil der Magdeburger Handballfans von Golf auch gar keine Ahnung hat. Also erstmal müssen wir feststellen, es ist auf keinen Fall so ein elitäres Ding oder so. Also, es kann. Das finde ich nicht. Und warum kaufst du jetzt diese? Das sind die Dingsies, wo man den Ball drauf packt, ja? Richtig. Und danach wird dann abgerechnet, wie lange du heute hier bist oder wie funktioniert das? Oder warum? So, und dann kommt der Ball hier drauf. Das ist mir, intellektuell ja. Habe ich das jetzt schon verstanden. Ist das schon verstanden? Dann schlägst du ab. Und die muss man aber hier kaufen, damit man dann spielen kann, oder? Ah, okay. Ja. Du hast jetzt musste man diese Dinger für Driving Range das kaufen. Okay, und da gehen wir jetzt hin, ja? Ja, das ist nur, weil, wenn man so schlecht bin wie ich, dann gehen die oft kaputt. Ah, okay. Und dann muss man halt neue kaufen. Kannst du eigentlich auf die Frage antworten, was hast denn du für ein Handicap? Ja. Sagst du, halb hohe Bälle fallen dir schwer. Ich habe Handicap 26. Das bedeutet, dass du 26 Schläge mehr brauchst, um über eine 18er... Je nachdem, wie schwer das die Loch sind. Aber, na los, komm, wir gehen rein. Ja. Verrückt. So, wir hatten ja jetzt geredet über, du bist in einem kleinen Dorf groß geworden. Wie muss man sich das denn vorstellen? So 200 Leute, die da wohnen? Nee, noch weniger. Also es gibt der größten Stadt in der Nähe hat 5000 Einwohner. Ja. Und ich wohne dann, oder habe 5 Kilometer außerhalb gewohnt. Aha, okay. Und da gibt es 10 Häuser. Okay. Ungefähr. Und Festland oder in der Nähe des Wassers? Oder? Nee, das ist 5 Kilometer von der Küste, von der Westküste. Das heißt, du bist auch so schon mit Wasser, Angeln und... Wasser, Boden, Angeln, und sowas Großes Baden, alles. Ja. Cool. Das mag ich. Mag ich sehr. Ja. Ah, das ist die Driving Range. Das ist die Driving Range. Und jetzt holen wir Bälle. Okay. Wo macht man das? Ach so, da hast du diese Dinger, die Coins für gekriegt. Ja? Genau. Hast du eigentlich, es gibt ja auch so Jobs. Willst du eine? Ja, wenn ich das, bin ich eingeladen, ja. Hm. Klar. Wie viele Bälle kriegt man für ein so ein Ding? Kriegst du so eine, wie heißt die da? So ein Körbchen voll. Genau. Es gibt ja so Jobs, dass man diese Bälle zurückholt, so Studentenjobs oder Schülerjobs wahrscheinlich. Hast du verrückte Schülerjobs gemacht in deiner Jugend? Ich war mal, was ist das, ich habe Geschirr geputzt. Oder wie Tellerwäscher warst du? Tellerwäscher. Und Zeitungen ausgebracht und sowas. Zeitungen? Wo, in deinem Dorf für alle 20 Leute oder was? Dann bist du noch eine halbe Stunde fertig. Ein bisschen weiter, aber ich muss immer so Fuß, das hat unglaublich lange gedauert, weil ich musste so weit laufen. Machst du so und hier rein.
möchtest. Wie bist denn du, wenn du jetzt, also halten wir fest, du bist der fünftbeste Kartenspieler in Dänemark, ja. Aber Golf ist jetzt ja so. Findest du das doof, wenn Leute dir zugucken, wenn du das hier machst? Ist das unangenehm oder machst du dir aus sowas nichts? Also ich bin schlecht, ob Leute mir beobachtet oder nicht. Also das macht keinen Unterschied. Aber wie ist das vom Gefühl her? Würdest du lieber alleine dann spielen? Nee. Also ich gehe nie alleine spielen, weil ich mache das halt, weil es mir so sozial auch was bringt. Dann geht man hier und man kann über alle möglichen Sachen reden. Ich spiele eigentlich immer mit Leuten aus der Mannschaft. Okay. Okay. Wer spielt denn da noch alles Golf? Daniel, Solly, Mess. Dann meinte Mika auch, er konnte spielen, aber das habe ich noch nicht gesehen. Albin kann auch. Wie wichtig sind denn Freundschaften in so einer Mannschaft? Oder wie unwichtig? Gute Frage. Also ich habe in Mannschaften gespielt, wo alles super funktioniert hat, wo wir fast nichts miteinander zu tun hatten. Und dann habe ich auch in Mannschaften gespielt, wo gar nichts auf dem Spielfeld funktioniert hat und wir hatten eigentlich einen super Zusammenhalt. Also es ist schwierig zu sagen, aber man muss sich schon ein bisschen verstehen und respektieren auf jeden Fall. Und wenn man dann, ja, sag ich mal, wenn wir sehen uns ja sehr oft im Bus und haben lange Reisen zusammen und so, also es ist schon gut, wenn man auch... Wir sind ein bisschen miteinander auskannt. Genau. Und ich finde, hier bei uns ist zurzeit richtig gute Stimmung. Welchen Schläger nimmt man denn jetzt hier überhaupt? Jetzt nimmt man einen Driver, also, oder? Ein Driver, das macht am meisten Spaß, finde ich. Weil der am meisten Bums hat? Oh ja, ja. Oh ja. Damit kannst du das sind ja Männer, ja. Ja, also, zeig mal deinen, aber du hast aber einen großen. Dankeschön. Ich habe auch ein bisschen kleiner hier. Ne? Aber der hier, das ist vielleicht ein bisschen unnötig, aber das macht halt am meisten Spaß, wenn ich hier Machen stehe. Richtige Profis mit solchen Dingen sie es auch rum? Oder? Ja, ja. Na dann zeig mal, ich muss mal zugucken. Ja, okay, dann probieren wir. Schauen wir, wie es läuft. Jetzt brauchen wir auch die Dinger hier wieder. Da kommt der dann drauf? Ja. Versuchen wir mal. Na mach mal, ich versuche mal zu gucken. Okay. Ich hoffe, es gibt keine Golfprofis, die mir so gut gehen sollen. Das ist ganz schlecht. Ich glaube, die Golfprofi-Dichte in Magdeburg ist jetzt nicht so. Alter, der ist ja Urs. Ja, los! Ich spiele nicht mehr heute. War das jetzt gerade ein guter Schlag, oder? Ja, das ist fast das Beste, was ich kann, glaube ich. Echt, ja? Okay, also wir werden jetzt dieses Ding nehmen und direkt in die Kabine übertragen, damit alle anderen in der Mannschaft den Mund halten. Irgendwie dafür. Okay, worauf muss man denn achten? Also Ball zugucken die ganze Zeit und dann, ja, es gibt halt Leute, die machen Fulle Bulle und wirklich, also bis hierher und... Und dann passiert nichts? Doch, wenn die das treffen kann, aber meine Technik ist nicht so gut, deswegen ich gehe nur bis hier und dann versuche ich so viel Kraft wie möglich zu machen. Okay. Willst du mal probieren, oder? Ich will noch einmal zugucken, wenn das okay ist. Dann hoffe ich, ich treffe den genauso gut. Siehst du? Ich habe den Eindruck, Freud und Leid liegen ja sehr nah beieinander. Stehe ich so, ist richtig, ja? Ja, so ungefähr. Ja. Ey, der Kameramann lacht jetzt schon. Das ist doch nicht euer Ernst. Okay. Und dann muss man ja so. Und man guckt immer auf den Ball, hast du immer gesagt? Auf den Ball. Also wie ein guter Trainer stehst du schon mal da. Ja, ja, ich weiß. Gut, kann mich auch ein bisschen hinsetzen. Ja, Probe. Ich hab wirklich daneben gehauen. Ne, da mache ich doch auch erstmal. Ich mach das nicht mit Absicht. Ist dir das auch schon passiert, dass du dann daneben gehauen hast? Ja. Viel zu oft. So, das war gut. Was ist das Wichtigste, was du deinen Kindern beibringst aus deiner Sicht? Oder was du willst, das Wichtigste, was du denen beibringen möchtest? Oh, das war eine schwierige Frage. Ja, ich bin fies. Ich mache eine einfache Frage und dann zack. Ja, es gibt ja viele Sachen, aber... Also ich hoffe, dass wenn andere Leute meine Kinder sehen, dass die sagen, die sind... Nette Kinder, die weiß, wie man sich mit anderen Leuten umgeht. Das finde ich so das Wichtigste. Was ist das Schwerste einer Erziehung für dich? Dass die Kinder das zu lernen. So ruhig bleiben oder immer wieder zu erzählen? Also, weil ich habe den Eindruck, wenn ich dich so beobachte, dass du zur Ungeduld neigen könntest.
unter Umständen? Oder bist ja, du doch entspannt und lässig? Nee, also wenn die nicht zuhört, das kann mich ein bisschen so in ein rotes Feld bringen. Okay. Damit habe ich Probleme, aber sonst bin ich eigentlich ganz ruhig mit dir auch. Es gibt noch eine Kleinigkeit, ja? Die habe ich mir für zum Schluss aufgehoben, weil wir haben eine Rubrik, die heißt Gruß vom Trainer. Das heißt, ich rede vor jedem Telefonat mit dem Trainer und der bestellt mir dann einen Gruß. Und ich soll dich fragen, du musst jetzt unbedingt sein Gesicht filmen. Ich soll dich fragen, wie es denn sein kann, dass man als so ein großartiger Sportsmann und kluger Mensch, wie du es bist, auf so einen mittelmäßigen englischen Fußballverein stehen kann. Also erstmal verstehe ich nicht, wie er das sagen kann, wenn er keine Ahnung von Fußball hat. Das macht gar keinen Sinn. Nee, Chelsea ist... Ach, es geht auch noch um Chelsea, oder was? Chelsea, hast du das gesagt? Ich sag gerne Chelsea, weil das hat mit diesem Abramowski zu tun. Nein. Chelsea ist ein richtiger guter Verein. Wie kommst du denn zu so einem Verein? Ich hätte dir alles zugetraut, irgendein Drittliga-Verein oder St. Pauli oder irgendwas. Bevor die so viel Geld hatten, waren die in Dänemark und hat irgendwelche Cup Winners Cup gespielt oder so. Und dann war ich mit meinem besten Kumpel damals, waren wir da. Und ich habe ein Roberto Di Matteo Trikot gekauft und er hat ein Gianfranco Sola Trikot gekauft. Und seitdem... Wie alt wart ihr? 10. Das war 98. Und somit ist mal wieder klar, liebe Freunde, man sucht sich keinen Fußballverein aus, sondern der Verein sucht sich einen aus. Man kann sich manchmal gar nicht dagegen wehren. Und es spricht natürlich für dich, dass du trotz dieses Hasses, der sich auf Chelsea bloß aufgrund dieses Geldes, was da jetzt irgendwie am Start ist, irgendwie der sich da ergießt, dass du da trotzdem da treu bleibst. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, finde ich auch. Ah, läuft nicht so gut dieses Jahr, ne? Doch, dieses Jahr? Ja. Ungeschlagen bis jetzt. Bis jetzt ungeschlagen? Wie Magdeburg. Chelsea und Magdeburg dieses Jahr. Damit würde ich mal sagen, sportfrei.